Herzlich willkommen. Heute geht es um den Schmerz und Schmerz kennen wir ein Stück weit alle, vor allem körperlichen Schmerz. Und heute geht es darum, was du tun kannst, um mit dem Schmerz besser umgehen zu können, ja, wenn er da ist. Ja, ich grüße dich ganz herzlich und wir fangen auch gleich an, denn es gibt ein paar wichtige Punkte zum Thema Schmerz. Das erste ist, dass der Schmerz immer dein Schmerz ist. Ja, gern sehen wir den Schmerz ja ein Stück weit getrennt von uns, als sind wir nicht der Schmerz. Aber der Schmerz entsteht in uns, also gerade auch der körperliche Schmerz entsteht in uns durch Nervenbahnen, die diese Impulse im Gehirn umwandeln und wir dadurch diese Schmerzempfindung wahrnehmen können. Also es ist unser Schmerz. Der Schmerz ist nicht getrennt von uns, sondern es ist unser Schmerz. Das ist das eine ganz Wichtige, was es zu erkennen gibt. Das Schöne daran ist natürlich auch, dass wir diesen Schmerz dann auch transformieren können, weil es unser Schmerz ist. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, der Schmerz hat im Grunde immer eine Botschaft, auch wenn wir sie manchmal nicht unbedingt wahrnehmen wollen oder wenn wir sehen oder denken, ja, das war eine Krankheit, die schuld ist, dass ich jetzt Schmerzen habe. Da gab es einen Unfall, der schuld ist, dass ich jetzt diese Schmerzen habe. Aber nichts geschieht im Leben einfach zufällig und natürlich hat dieser Schmerz mit uns und unserem Leben zu tun, hat dieser Unfall, diese Krankheit mit uns und unserem Leben zu tun. Und da lohnt es sich manchmal einfach noch ein Stückchen genauer hinzuschauen. Ja, es ist oft so, dass wir die Schuld gerne ein Stück weit abgeben, dass wir sagen, ein anderer Mensch war schuld, dass mir das passiert ist oder wie gesagt, dass diese Krankheit so schmerzhaft ist oder Schmerzen verursacht. Dafür kann ich ja nichts. Und wenn diese Krankheit, die bekämpfe ich dann ein Stück weit. Aber das ist natürlich ein Weg, den man einschlagen kann. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, mit Schmerz umzugehen. Und ja, es liegt natürlich alles mit an uns, was uns im Leben begegnet. Und eine Krankheit und Schmerz kann einfach auch ein Zeichen dafür sein, dass gerade in unserem Leben etwas nicht so richtig rund läuft, dass es sich lohnt, dann nochmal genauer hinzuschauen, dass wir vielleicht ein Stück weit auch die Spur verloren haben auf unserem Seelenweg. Und es geht jetzt wieder darum, wieder zurückzufinden. Und dafür braucht es manchmal den Schmerz, der uns wieder ein Stück weit erinnert, nochmal genauer hinzuschauen, nochmal in unserem Vorgang nochmal innezuhalten und nochmal zu prüfen, ob es denn der richtige Weg ist. Und unser Körper ist ein so großartiges Instrument und er hilft uns mit diesen auch Schmerzimpulsen, um wirklich nochmal vielleicht einen Schritt langsamer zu tun, ein Stück nochmal zu reflektieren, an was lag es jetzt genau und brauche ich vielleicht jetzt gerade eine Auszeit, brauche ich ein bisschen Ruhe, ist es jetzt vielleicht mal wichtig, den Blick nach innen zu richten und nicht immer mich im Außen ein Stück weit zu verlieren. Also so können wir den Schmerz schon nutzen, um nochmal tiefer zu reflektieren und zu schauen und vor allem ganz wichtig auch ihn anzuerkennen, dass es unser Schmerz ist, dass wir ihn nicht auf einen anderen dafür schuldig machen können, sondern dass dieser Schmerz mit uns zu tun hat und dass es sich lohnt, da nochmal genauer hinzuschauen. Und manchmal ist es auch so, dass bevor uns zum Beispiel ein Unfall passiert, wir schon wirklich in einer sehr angespannten Situation waren, wir schon nicht mehr in unserer Mitte waren, wir schon aus dem Gleichgewicht waren oder auch in einer negativen Grundstimmung waren. Und es gibt wirklich auch so eine Art negative Spirale, die sich immer mehr sozusagen dreht oder immer schneller dreht, je mehr wir uns in dieser Negativität verlieren und andere
dafür schuldig sprechen für Dinge, die uns passieren in unserem Leben und wir uns nur als Opfer wahrnehmen, als hilflos, als könnten wir unser Leben nicht selbst in die Hand nehmen. Ja, das sind so ein paar Aspekte, die ich einfach mit euch teilen möchte, wo ihr schauen könnt, wo ihr in Resonanz geht, wo ihr spürt, dass es sich da nochmal lohnt, hinzuschauen. Ja, und wie gesagt, es ist dein Schmerz. Und dein Schmerz bedeutet auch, dass du die Möglichkeit hast, diesen Schmerz zu transformieren und zu verändern. Und manchmal, gerade wenn es ein körperlicher Schmerz ist, ist es auch ganz schön, mal ganz tief in den Schmerz reinzugehen, bereit zu sein, ihn nicht abzulehnen und sofort vielleicht mit einem Schmerzmittel den Schmerz zu betäuben, ihn irgendwo abschieben zu wollen, weil das im Grunde nicht funktioniert, dann kommt er zurück, kommt auf einer anderen Weise zurück, kommt manchmal noch viel schlimmer zurück. Deswegen lohnt es sich wirklich, da hinzuschauen zum Schmerz. Und ja, du hast die Möglichkeit, den Schmerz zu transformieren. Und ich würde dich einfach einladen dazu mal, wenn du eine schmerzhafte Situation erlebst und hast, wirklich mal in den Schmerz hineinzugehen. Vielleicht nimmt man sich da nicht gerade den schlimmsten Schmerz, sondern vielleicht mal einen Kopfschmerz, der da ist und der nicht ganz so gravierend ist. Und geht in diesen Schmerz hinein und ist mal wirklich bereit, so ganz vollkommen loszulassen und ihn zu spüren. Und dann kann es sein, dass dieser Schmerz sich verändert, die Wahrnehmung sich verändert und plötzlich der Schmerz sich gar nicht mehr schmerzvoll anfühlt. Also unser Körper, unsere Nerven, unsere Empfindungen haben so eine große Möglichkeit, Dinge zu transformieren, dass ein Schmerz, der erstmal da ist, sich vollkommen verändern kann und dann plötzlich gar nicht mehr als Schmerz wahrgenommen werden kann, dass es sich sogar komplett auflöst. Also das ist zum einen möglich, indem wir hineingehen und bereit sind, den Schmerz zu spüren, indem wir auch bereit sind, hinzuschauen, wo denn da die Botschaft liegt in diesem Schmerz. Und das kann unter Umständen schon reichen, dass sich der Schmerz verwandelt und transformiert. Und ganz wichtig in diesem Prozess ist auch zu verstehen, wenn wir körperlichen Schmerz haben, dass der Körper, der gehört zu uns, ja, der ist unser bestes Fahrzeug und wir sollten natürlich gut mit unserem Körper umgehen, in jeglicher Form, in Form der Ernährung, in Form, wie wir ihn bewegen, dass Bewegung sehr wichtig ist und dass wir auf Zeichen achten und dass wir auf ihn hören, das ist natürlich ganz wichtig. Aber wir sollten auch nie vergessen, dass wir nicht der Körper sind, sondern wir sind die Seele, die diesen Körper bewohnt. Das ist also auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das heißt auch, wir sind nicht dieser Schmerz. Wir fühlen diesen Schmerz, dieser Schmerz gehört zu uns, gehört zum Körper, aber wir sind dieser Schmerz nicht. Das ist ein Unterschied und ist wirklich sehr, sehr wichtig, gerade wenn man sich so sehr in diesem Schmerz drin verliert, dass man sich immer wieder daran erinnert, ich bin diese vollkommene, lichtvolle Seele und ich bin nicht der Schmerz. Aber der Schmerz zeigt mir etwas und es ist wichtig, dort hinzuschauen und bereit zu sein. Und dann ist es auch möglich, ihn zu transformieren. Gerade wenn wir uns wirklich wieder als Seele wahrnehmen. Also ich erlebe das auch viel in meinen Heilsitzungen, sobald der Mensch ein bisschen eine andere Perspektive gewinnt und erkennt, wer er in Wahrheit ist, dann lösen sich manche Dinge, manche Blockaden auf der energetischen Ebene auf und damit löst sich dann auch im körperlichen Feld etwas auf. Ganz plötzlich, ohne dass man wirklich groß was dafür tut. Also das ist etwas, was auch sehr schön ist. Und was ich da auch erfahre, ist, gerade in diesem Miteinander, in dieser Begegnung zwischen einem Menschen und mir in einer Heilsitzung, erlebe ich das oft so, dass die bloße Anwesenheit, das bloße
die bloße Nähe ausreicht, egal ob das jetzt sogar über das Internet ist oder eine Person hier in meinen Räumen ist, dass die Begegnung mit einem Menschen so viel bewirken kann. Wir haben ja oft das Gefühl, dass wir denken, es muss so viel im aktiv getan werden, im Tun. So sind wir geprägt von unserer Gesellschaft, unserer Erziehung. Es geht immer darum, etwas zu leisten, etwas zum Tun und etwas ja ganz konkret zu tun im Grunde. Und wir vergessen, dass diese Seinsebene so wichtig ist, das Miteinandersein. Und ich erlebe das in Begegnungen, ich erlebe das sogar bei Leuten, die meine Videos sehen, was sich da in ihrem Leben auf einmal verändert, nur weil sie diesen Impuls bekommen und in diese Verbindung gehen. Ja, das ist etwas ganz Schönes. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel darüber reden, aber das kam jetzt einfach so, was ich euch da mitgeben will. Ja, es ist natürlich auch so ein Stück weit, wenn es um die Ursachenforschung geht, wenn wir über einen körperlichen oder über generell einen Schmerz, eine leidvolle Situation sprechen, dann ist es natürlich wichtig hinzuschauen, dass man sieht, worin liegt die Botschaft oder was war da, was war in dem Moment, als ich diese Situation hatte und diesen Schmerz hatte oder was ging der Situation davor. Aber wir dürfen uns auch nicht verlieren in einer Ursachenforschung, die dann gar nicht mehr aufhört, wo wir dann über unsere Kindheit, über frühere Leben in ein wahnsinnig großes Ahnenfeld zurückgehen, um nach einer Ursache zu suchen. Ich glaube, dass wir das heute nicht mehr machen müssen. Ja, und einen letzten Aspekt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, ja, es gibt schmerzvolle Situationen. Ja, es kann sein, dass du vielleicht etwas erlebst, einen Unfall und bist gehandicapt für dein ganzes weiteres Leben. Und ja, das kann gut sein und dass dieser Schmerz vielleicht sogar dein ganzes Leben dich begleiten wird. Aber du kannst deinen Fokus dann trotzdem auf etwas anderes richten, nicht auf diese Opferhaltung, oh je, jetzt ist dein Leben zerstört oder was auch immer, sondern den Fokus darauf richten, was du noch in der Welt bewirken kannst und wo du deinen Beitrag leisten kannst. Denn unsere Seele hat den Wunsch, hier auf der Erde einen Beitrag zu leisten. Wir denken immer, glücklich macht uns, wenn wir viel bekommen, wenn wir reich sind, wenn wir, ja, wenn viele Dinge im Außen geschehen. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir geben, je mehr wir loslassen, je mehr wir ja einem anderen Menschen vielleicht mal nur ein Lächeln schenken oder ihm in irgendeiner anderen Weise helfen, wenn wir jetzt ein Handicap haben, dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie wir anderen Menschen helfen können. Und das ist wirklich einfach ganz wichtig zu verstehen. Wir können immer noch etwas geben. Und etwas, was uns dann erfüllt. Das Geben ist im Grunde das, was uns dann ein Stück weit erfüllt. Und es gibt dafür auch großartige Beispiele, Menschen, die im Rollstuhl sitzen und die für die Wissenschaft oder für die Forschung oder für irgendwelche Bereiche ganz großartige Dinge geleistet haben, obwohl sie gehandicapt waren. Und ja, wir sind im Grunde nie Opfer. Wir müssen uns davon trennen. Und der Schmerz ist wirklich eine Möglichkeit der Transformation, etwas zu erkennen und zu verändern und neue Entscheidungen zu treffen im Leben. Und dazu möchte ich dich einladen. Und ja, vielleicht freust du dich dann das nächste Mal, wenn du einen Schmerz hast, wahrscheinlich ja weniger, aber es einfach mit anderen Augen zu sehen, mit einem anderen Blickwinkel. Und vielleicht haben dir diese Impulse in diesem Video dafür ein bisschen helfen können, anders damit umzugehen. Ich freue mich auch auf eure Kommentare. Ich freue mich über eure Likes übrigens. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das freut mich sehr. Und in letzter Zeit erhalte ich auch immer mehr Menschen, die mich mit einer kleinen Spende unterstützen,
meine Arbeit damit wertschätzen und dafür möchte ich auch ganz herzlich danken. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und mit Schmerz oder ohne Schmerz und sage Namaste.